OMFG, es ist Brinny und wir spielen. Und zwar spielen wir nicht Soulcaster, sondern wir spielen Blur. Eigentlich habe ich ja angekündigt, dass dass Soulcaster mein nächstes Projekt ist. Aber wir schieben jetzt einfach eine Runde Blur ein. Yo, was ist Blur? Werdet ihr vielleicht wissen, vielleicht nicht, dann erkläre ich es jetzt kurz. Blur ist ein Rennspiel mit realistischem Setting, würde ich mal spontan sagen. Also eher Need for Speed Style. Aber es ist absolut nicht realistisch, denn ihr seht schon, da gibt es abgefahrene Bonuswaffen. Es ist theoretisch so, als hätten Mario Kart und Need for Speed ein Kind gezeugt. Und dieses Kind ist auf einem derben Acid Flash. Knallige Farben, fette Explosionen. Richtig, richtig geil. Das Intro überspringe ich jetzt einfach mal, weil das dauert recht lange. So. Und Blur wird jetzt in der Beta gespielt gerade, das heißt, wir spielen nicht das ganze Spiel, sondern nur die Beta. Das heißt, der Singleplayer-Modus, den können wir uns nicht angucken, aber den Multiplayer. Und der ist ziemlich cool. Ja, das weiß ich doch alles. Lasst mich da durch. So. Und natürlich spielen wir da online. Und hier sehen wir jetzt mein Spielerprofil. Und ihr seht schon, es gibt Ränge, das sind eine Art Level. Wenn ihr fahrt, bekommt ihr Fans in euren Rennen. Das sind wie Erfahrungspunkte. Und habt ihr genug Fans, steigt ihr auf. Da sieht man es ja auch bei mir. Ich brauche noch 5330 Fans, dann steige ich auf Level 11 auf. Mit mehr höheren Leveln schaltet ihr bessere Autos frei, bessere Fähigkeiten, andere Modi. Da komme ich alles nachher zu. Wir hauen einfach mal rein. Ich gehe jetzt hier, blöpp auf Blur Events und dann kann ich mir den Spielmodus aussuchen. Zum Beispiel Super Car Racing oder Motor Mash. Schauen wir es nachher mal alles an. Wir spielen einfach ein normales Skirmish Race, also ein normales Rennen für 2 bis 10 Spieler. Wir spielen gerade nur 578 Spieler. Deshalb hoffen wir mal, dass wir Leute finden, die es mit uns spielen wollen. Das ist alles live. Wenn wir Pech haben, finden wir jetzt keinen Server und dann kann ich diese Aufnahme gerade in die Tonne kippen. Es dreht sich im Kreis, es dreht sich. Wir suchen nach Mitspielern. Nach Mitspielern suchen wir immer noch. Oh yeah, ich hätte einfach ein paar Freunde von mir anhauen sollen, dass die mit mir spielen. Es dreht sich. Oh, und jetzt versuchen wir im Spielball zu treten. Wir treten einem Spielball. Komm schon, yep. So, und jetzt sehen wir hier die anderen Fahrer. Und es geht ja schon direkt los, da möchte ich hier keine Einstellungen machen. Das mache ich alles nachher. Klick. Und sieht man es, Race starts in 3, 2, 1. Okay, jetzt sehen wir hier die Strecke. Es werden 3 Runden gefahren und zwar auf LA Docks. Steuerung ist recht simpel. Ihr habt einen Knopf zum Gas geben, einen zum Bremsen, einen zum Benutzen von Power-Ups. Ziemlich simpel. Natürlich gibt es noch die Feinheiten wie Handbremse und so, aber im Grunde reicht am Anfang Gas geben, Bremsen, Power-Ups. So, und jetzt geht's los. Das ist kein Grafikbug, das ist der Stil, mit dem das Rennen beginnt. Man startet nämlich nicht an der Zielgerade, sondern hat eben einen fliegenden Start. Das sind wir und los geht's. Wir beginnen auf Platz 1. So. Noch führen wir. Muss ich ein bisschen abbremsen. Ihr seht auch schon oben an meinem Rückspiegel habe ich so ein paar grüne, so einen grünen Balken. Das ist meine Lebensenergie. Die seht ihr auch bei meinen Gegnern. Und man kann Gegner umhauen. So, da wurde ich gerade eben von einer Rakete getroffen, einem sogenannten Shunter. Und da hat einer ein EMP abgeschossen. Das sind diese blauen Strahlen, die vom Himmel kommen und jetzt hier die Strecke blockieren. Da vorne sind Items. Ich setze nämlich mal den Bolt. Das sind diese drei kleinen Dreiecke. Das sind Raketen. Die kann ich sie abschießen. Bam, um den Typen einzuheizen. Ihr seht schon, die Items legt es bei mir unten rein. In diese drei Kästchen und ich kann auch, wenn ich mehrere Items habe, die durchschalten. Also ich kann bis zu 3 Items halten, kann die auch wegwerfen. Jetzt habe ich zum Beispiel noch dieses Item, jetzt kann ich die hier durchschalten. Aber ich will jetzt mal meinen Shunter. Der Shunter ist wieder rote Panzer bei Mario Kart, das heißt, ich drücke sie drauf und der Shunter rast los und sucht sich sein Ziel selber. So, jetzt repariere ich mich mal mit diesem Power-Up und dann zack, haue ich den hier weg. Dafür gibt es eine gute Portion mehr Fans. So, dann lege ich mal eine Mine. Und weiche der Mine hier aus. Es läuft gerade nicht so gut, aber ich schieb's mal darauf, dass ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Und da fahre ich gnadenlos an den Power-Ups vorbei. Und gegen die Wand. Jetzt holen wir uns hier. Ah, der eine ist ausgestiegen, den ich gerade rausgeworfen habe. Ich schieße einfach mal den EMP ab. Der EMP habt ihr vorher gesehen, das sind diese blauen Strahlen, die vom Himmel kommen und dann diese Energiefelder machen. Und die schießt es direkt vor dem Erstplatz hin runter. Das heißt, auch wenn ihr ganz hinten seid,
habt ihr eine Chance, damit noch das Rennen ein bisschen zu beeinflussen. Ich sehe schon oben auf dem Radar, ich bin relativ weit hinten, das ist ziemlich uncool. Jetzt hole ich mal noch das Schild, auch wenn es mir nichts bringt. Das Schild absorbiert einen Treffer. Ja, was man von einem Schild erwartet. Ah, da kommt ein Opfer. Und da haben wir wieder ein EMP, so. Und falls der hinter uns komische Dinge macht, haben wir das Shield parat. So, Bewaffnung haben wir auch, und zwar Bolts. Die sind, oh, da habe ich die Kurve nicht gesehen. Bolts sind jetzt nicht die tollste Waffe, aber zur Not tun es die auch. Aber viel besser ist, das ist der Shunter, den ich jetzt habe, und den schieße ich einfach mal ab. Sonst komme ich ja niemals an die Jungs da vorne ran. Die gehen echt gut ab. Ja, komm schon, Brini, das kannst du doch nicht sein lassen. Du warst mal so gut in diesem Spiel, aber wer weiß, welchen Level die haben. Ich habe jetzt auch schon gut 3 Wochen nicht mehr online gespielt. So, das Reparaturdingens. Jo, oh, fuck, das wollte ich gerade sagen, das kann ich abwerfen, aber das benutze ich jetzt. Ich glaube, auf dem 5. Platz wird es bei mir bleiben. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Ich fahre mal hier durch. Bam! Sieht schon, Optik ist ganz gut. Es läuft sehr flüssig, es ist schnell. Die Verbindung ist online sehr schön. Oh, der eine hinter mir kommt mir schon bedrohlich nah. Aber den 5. Platz, den mickrigen 5. Platz, lasse ich mir von dir nicht nehmen, Freundchen. So, jetzt sind sie einem Ziel. Erst links oben läuft ein Timer runter. Wenn man es in der Zeit nicht ins Ziel schafft, hat man. Ist eben das Rennen auch vorbei. Aber ich schaffe das noch. Hau noch kurz die Bolts raus und das Schild. Ja, war mager. Schau mal, was für Level die anderen gehabt hätten, denn. Was sehen wir jetzt? Ah, oder auch nicht. Müssen noch warten, bis das Rennen ganz vorbei ist. Dumm, dumm. Mein Gott, der eine kommt nicht ins Ziel. Jetzt aber. So. Was haben wir denn als Gegner gehabt? Dumm, dumm, dumm. Das war der Erstplatzierte. Das ist Huge Bear. Ah, anscheinend scheint es immer noch das Level 15 Level Cap zu geben. Das heißt, Level 15 ist momentan das Höchste, was man erreichen kann. Später im Spiel wird es viel mehr geben. So, und jetzt haben wir gleich ein bisschen Zeit zwischen dem... Ihr seht ja, hier kommen meine Erfahrungspunkte dazu. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit zwischen jetzt und dem nächsten Rennen und da kann ich euch ein bisschen was zeigen. Das ist ganz brauchbar. Es dauert kurz 8 Sekunden und dann lande ich wieder in der Lobby. Von da aus kann es dann weitergehen. Dort können dann neue Spieler hinzukommen. Man kann Freunde einladen und man kann sich eben um sein Zeug kümmern. So. Hier ist erst was passiert ist gleich. Es wird für eine Strecke gevotet. Es gibt 2 Maps zur Auswahl. Entweder Amboy in dem Fall oder Tokio. Und dann kann man mit den Triggern für eine Map voten. Oder für eine Strecke in dem Fall. Und ihr seht schon, jede Strecke hat eine Klasse. In dem Fall Class D und Class B. Das sagt dann, welche Auto man benutzen darf. Und wenn ich jetzt auf X drücke, komme ich in meine Garage und kann dort eben mein Auto aus dieser Klasse wählen. Ja, klar. Und dann nehmen wir mal auch mal diesen Land Rover, den alle nehmen. Und den kann ich auch jetzt umlackieren zum Beispiel. Ich stehe auf Orange oder sowas immer so, recht knallige Farben bei Autos. Auch grün gefällt mir super gut, machen wir grün. Und eben mit hohem Level schält man da weitere frei. Ist in meinem Fall redundant, weil ich habe ja schon in der Klasse alles freigeschalten. Und jetzt fahren wir das nächste Rennen und dann zeige ich euch noch ein paar weitere Sachen nach dem Rennen. Und natürlich könnt ihr euch auch das Rennen jetzt angucken, darum tue ich das ja. Wir fahren in Tokio. Und in Tokio weiß ich, da ist die erste Kurve gleich eine derbe Todesfalle. Da fährt fast jeder gegen die Wand. Ladebildschirm und es geht los. So. Ja. Mal gespannt, ich habe noch nie den Land Rover gefahren. Aber vielleicht kann der was. Wir gehen wieder auf Platz 2. Natürlich sind die hinter uns... besser am Start. Oh, und da wäre ich getroffen. Oh, okay. Er ist relativ träge, aber es war abzusehen. Ich habe ein Schild aufgesammelt. Vielleicht bringt uns das jetzt irgendwann was. Man kann auch wie ein Mario Kart, wenn man von irgendeinem Schuss verfolgt wird oder so, mit einer eigenen Waffe wie der jetzt, der hat eben meinen Shunter mit seiner Schockwelle abgewehrt. Das heißt, man kann auch Waffen mit Waffen abwehren.